words from the Admiral? He was trying to meet us. Did you see him? No. We've got to go. Wir haben die Leute gerettet. Das zählt. Shepard, I heard about what happened on the homeworld. About Zalkoris. His last request was that you look after the civilian fleets. Of course it was. The heavy fleet needs my full attention, but I'll put my aides on it. It's the least I can do. You know, the Admiral and I never voted the same way on any matter. I called the man a coward more than once. I wouldn't have lasted on Ranakoff as long as Zal did. His heroism will be remembered. I must return to my fleet. Thank you, Commander. Commander, we've located the Reaper base transmitting the local signal. Good. And not a moment too soon. With the Reaper code upgrades, the Geth are tearing the fleet apart. Once the signal is disabled, the Geth will pose no threat to Creator forces. Können den Krieg beenden. Time to cut the Geth off from the Reapers and put a stop to this madness. The surrounding area is heavily fortified, and they have placed jamming towers to prevent orbital targeting. Sounds like we're going in on foot. Admiral Zen developed a laser guidance system that can cut through the jamming. It's synced to the Normandy's targeting computer. So the Normandy launches a precision strike at whatever target I have painted. That ought to do it. Edie, this work for you? Yes, it should enable us to make a precision strike against the Reaper. Sehr geil. And anything else in our way? The Geth will quickly reconfigure their jamming towers to neutralize this technology. You should not use it before reaching the base. Okay. I've sent the coordinates for the Reaper base. Are we clear to go? That Geth fighter squadron is still tearing through the fleet. Can you hold out? If that fighter squadron isn't taken out, a lot of our ships won't make it. But we'll do what we can. This is your operation, Commander. If you want to strike now, you've got my support. Alles klar. The patrol fleet isn't moving. Okay. Erstmal mit ihm reden, dann gucken wir weiter. Commander Shepard, something you need to talk about? Nothing more, sir. Du gesagt auf Witcom. I gave in to your reckless behavior before. The patrol fleet isn't moving. We need to break their flanking attempt to buy our frigates time to make repairs. And then you'll charge off again like last time. This is different, Ron. Unless we give our ships time to rest, we're gonna lose them. So pull them back. If I withdraw now, the Geth will flank us, and we'll lose any room to maneuver. Egal. Throwing more ships into that mess just puts more lives at risk. So sieht's aus. Wie die alle auf Shepard hören, ich finde das lustig. Er ist die Stimme der Galaxis. Absolut geil. Okay, ich werde jetzt mal in die Shuttlebucht gehen, wieder meine Ausrüstung ändern. So, Sarah, how about your buddy? The one who joined Cerberus. You heard him? No, ich denke, ich werde wieder die... Alles klar, neue Messages. Ich denke, ich werde die Inferno-Rüstung mal wieder anlegen. Oder die Cerberus-Rüstung. Schauen wir mal. Cerberus, mehr Waffenschaden. Immer geil. Inferno. Ich gehe mit Cerberus wieder. Sehr geil, das Ding. Wie sieht es denn aus mit meiner Standard-Rüstung? Kopfschussschaden, Waffenschaden. Ich weiß nicht, für die Cerberus-Rüstung im Moment am geilsten. Die ist natürlich auch super geil. So einen tollen Helm. Todesmaske ist natürlich auch super. Ich denke, ich werde die jetzt mal wieder benutzen. Da vielleicht Cerberus. Ach, gucken wir uns erstmal die Nachricht an. Pause gefällig. In der Nähe des Shuttles. Garrus, schon wieder eine Pause. Ich habe doch gerade erst mit dem gesprochen. Okay. Wir sollten erst den Server abschalten und dann die Reaper-Basis zerstören. Los geht's. Stoppen wir die Geth. Hoffentlich kriegen wir die Geth auch als gute Verbündete.
Ah, Liara kriegt ein anderes Outfit. Ich mag das nicht so. Das von Garrus ist ziemlich cool. Okay. Waffen sind okay. Bestätigen. 4 Punkte. Das heben wir uns auf. Garrus hat 2. Liara auch 2. Alles klar. Understood, Admiral Ron. We're almost at the server. Keep us posted. What's our status? We remain undetected on encrypted Geth channels. Resistance is likely only within the server. Within? It's that big? You misunderstand. Direct virtual interface is necessary to extract Geth from the server. You must enter our consensus. You want me to virtually interact with the Geth? Wow. That's one way to get their attention. If it doesn't get... Richtig. If it saves the live ships, we've got to try it. Intervention is necessary to preserve creator forces. This platform can enter the facility undetected. We will assemble the necessary equipment before your arrival. Wait, you're not going to... Lass sie einfach fallen. I guess it just did. Yep. Die landen aber auch immer sicher. Die landen wie eine Kugel oder so. Bauen sich dann wieder auf. Wow, Grafik ist ziemlich cool. Da sind wir auch schon. Da ist er. This is it. Yes. Hostile Geth fighter squadrons are networked to this server. Due to restricted resources, it is best if you connect alone. Gott, das kann sehr riskant werden. Wirklich sehr. Shit. Let's do it. Initiating peer network integration. Proceed to docking port. Mapping to consensus. Remain still. Oh shit. Shepard Commander, access movement during an upload is discouraged. Shepard wird irgendwo in eine virtuelle Welt geladen. Und da steigt auch schon raus. Upload complete. Consensus integration holding. Wo sind wir? What is this? Wow. We've installed filters to allow you to make visual sense of this server's raw data. Your mind perceives our world as something familiar. I wouldn't call this familiar. Where are you? Here. You look different. We have made ourselves visually distinct for your convenience. What about Geth already in here? You will perceive Geth as surveillance footage, audio logs, sensor records. We do not require bodies, as our software communes. Our hardware is merely a tool. Wow, ist das geil. Das ist super geil. Geth, it will grow dark. Wie kann das Schiff zerstören? What is turning off the lights due to the Geth back in the real world? The Geth fighter squadrons communicate with platforms on their spacecraft via this server. We will sever that connection. We will destroy backup data. Consensus will be nullified. This server will be terminated. This is like wiping out a city, isn't it? Action is necessary.
There are two communication nodes on the server. We must access them to disable the hostile Geth spiders. We will safeguard your exit port while remotely monitoring your progress. Wow, guckt euch das mal an. Krass. Wir laufen quasi in einem Server rum, in der Geth-Welt. Wie er gesagt hat, das ist wie wenn man eine Stadt zerstört. Ich habe auch eine ganz andere Waffe. 200 Schuss. Ist das Ding stark? Okay, anscheinend können wir nur einen Weg gehen. Der wird uns hier immer praktischerweise schon hingelegt. Wir sollten uns beeilen. Warning. Connection blocked by infected code. Use our combat software to disrupt the infection. Ach du Scheiße, das ist ja mal kreativ. You're surprised the Reapers are all over your servers? No, continue to the access point. Boom. Infected code, huh? Okay, I've got to ask. Why a gun? We have noted your affinity for firearms. Then thanks, I think. Ich finde das absolut lustig. Infizierten Code müssen wir jetzt hier kaputt schießen. Wir schießen quasi, ich will nicht sagen Virus, aber wir schießen sowas halt kaputt. Das ist schon irgendwie cool. Kam ich nicht hierher? Wie laufe ich im Kreis? Ja, wenn ich hier was kaputt schieße, sollte eigentlich ein neuer Weg frei werden. Hier gehe ich eindeutig zurück. Zum Teufel, hier geht's aber nur im Kreis. Da! So, genau. Stier! Okay. Wow! Connection established. Proceed to the access point. Holy moly, guckt euch das mal an. Okay. Establishing connection to communication node. Weiter geht's. Stufenaufstieg, Level 28. Schauen wir mal kurz rein. 6, alles klar. Was machen wir? Ah, ganz stark für Cryo-Munition. Das machen wir. Alles klar. Access denied. Is the Reaper keeping you out? Unknown. You must investigate. Okay, dann schauen wir mal, was ihn hier raushält. Wow, das ist absolut genial. Reaper presence detected. Data cluster contains infected code. We require access to proceed. Ich habe immer volle Munition. Super geil. Ich bin quasi dafür zuständig, dass ich die Viren aufhebe und wir hier weitermachen können. So, jetzt kann der Geth wieder weitermachen und ich auch. Ich habe den Code quasi gelöscht, zerstört, infizierten. Und dann gehen wir weiter. Hier schon wieder. Blockade. Wir machen den Weg frei. Der Geth kann weitermachen. Sollen wir weiter hoch. Das ist wirklich cool. Wir sind quasi die, würde ich sagen, das Antivirenprogramm oder die Firewall. Ich würde eher sagen Antivirenprogramm. Wir schalten den infizierten Code aus und ich bin wieder im Kreis gelaufen. Da haben wir was. Sollte alles kaputt machen, was ich so finde. Okay. Aber da geht's immer noch nicht weiter. We cannot proceed until we gain access to this data cluster. Ich will nicht runterfallen. Er muss noch irgendwas sein. Wow. Wieder was ausgeschaltet. Accessing data cluster. Sehr schön. What is this? Data clusters contain historical data.
Your connection permits streaming of information from our archives. Krass, sowas ist möglich. You really want to rename the VI network?